Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Wahlen stehen an und ein interfraktioneller Antrag soll Voraussetzungen schaffen, um die Wählermotivation zu fördern. Die Initiative können wir nur unterstützen und selbstverständlich möchten wir das auch gerne tun, aber wie immer bei interfraktionellen Anträgen, die AfD darf nicht mitzeichnen, sondern nur die Tolerantesten der Toleranten, die Altparteien. Diejenigen, die fortwährend Worte wie Sozial, Vielfalt, Toleranz, Verständnis, Bund, Minderheiten gebrauchen, die kaum einen Tag verstreichen lassen können, ohne einen Satz zu bilden, in dem nicht das Wort Integration oder Inklusion drin vorkommt. Und zu welchem Mittel greifen diese Inklusions- und Integrationsgutmenschen, wenn sie auf jemanden treffen, der in Teilen andere Ansichten vertritt und es wagt, diese auch noch öffentlich zu vertreten? Das erste Mittel der Wahl dieser Menschen ist Ausgrenzung. Da fragt man sich, wenn einer so oft wie Sie das Wort Inklusion und Toleranz bemüht und dann ein solches Verhalten an den Tag legt, welches Verständnis er mit diesen Worten verbindet. Toleranz und Integration sind nach meinem Verständnis elementar wichtiger Bestandteil unserer aufgeklärten Gesellschaft und gelten einem jedem gegenüber. Aber bei Ihrem Verhalten gegenüber der AfD, einer Partei, gewählt von Bürgern dieser Stadt, von denen Sie behaupten, dass Sie auch deren Interessen vertreten, die Sie aber durch diesen Antrag ebenfalls gleich mit ausgrenzen, kann man nur Angst bekommen, wenn Sie diese Worte strapazieren, Herr Tjax. Gut, wir werden also auf diesem Antrag nicht stehen. Ihre Entscheidung, die Entscheidung von Leuten, die Vorbilder für das Demokratieverständnis sein wollen. Ganz ehrlich, brauchen tun wir diesen Antrag nicht. Denn Fakt ist, dass die AfD 2017 bei der Bundestagswahl 1,47 Millionen Nichtwähler reaktiviert hat, mobilisiert hat, alles Wähler, die sie zuvor erfolgreich von der Wahlurne weggetrieben haben. Bravo, Altparteien. Seit die AfD sich zur Wahl stellt, seit 2013 steigt bei allen Wahlen die Wahlbeteiligung. Das ist ein Verdienst der AfD, ein maßgeblicher Verdienst. So gesehen ist es völlig richtig, dass nur Sie auf dem Antrag stehen, denn Sie haben es nötig. Denn wer bürgerferne Politik praktiziert, braucht Wahlmotivationskampagnen. Und dann noch die Frage, welches Zeichen möchten Sie denn damit jetzt setzen? Es ist ein lächerliches Zeichen, es ist ein erbärmliches Zeichen. Und zugleich das für jeden sichtbare Zeichen, dass Sie nicht in der Lage sind, die AfD anders zu stellen als auf diesem Wege. Ihnen bleibt nur das niedrigste aller zur Verfügung stehenden Mittel übrig in Ihrer Hilflosigkeit. Und das ist die Ausgrenzung und das ist die Unsachlichkeit. Und von der können Sie jetzt nach mir an diesem Pult gern wieder einige Kostproben abgeben. Danke.